Das Größte, was mir der Fußball gebracht hat, ist, dass ich es damit geschafft habe, auf irgendeine Art und Weise andere Menschen zu begeistern. Was bedeutet dir der Fußball? Wenn ich Fußball höre, geht einfach mein Herz auf. Durch meine drei Brüder bin ich auch damals dann zum Fußballspielen gekommen. Ich war dann extra in einer Sportlerklasse, das heißt, statt 2 Jahre wurde es auf 3 Jahre gestreckt. Mit meinem Team immer wieder zu spielen und Erfolge zu feiern, das ist einfach unbezahlbar, unbeschreiblich. Ich glaube, dass ich ein sehr lebensfroher Mensch oder ein lebensfrohes Kind war. Meine Eltern haben von Kindesbeinen auf mich in jeglicher Hinsicht unterstützt und mich auch speziell in meinem Sport von A nach B gebracht und mir alles Mögliche versucht, irgendwie zu erleichtern und meine Träume zu erfüllen. Ich persönlich achte eigentlich auch schon von Kind auf ziemlich auf meine Ernährung, beziehungsweise meine Mutter hat mir das immer ziemlich früh beigebracht. Bei uns wurde immer sehr gesund halt auch gekocht. Ich habe einfach gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass einfach das Schönste auf der Welt ist, wenn man sich beschwerdefrei bewegen kann und wenn man gesund ist und dass wir dann ja den schönsten Beruf einfach auf der Welt haben. Ich glaube, der Wert von gesunder Ernährung ist unfassbar groß. Ich glaube, wir können uns hier wirklich glücklich schätzen. Es gibt auf der Welt genügend Kinder, die diese Möglichkeiten, die uns hier geboten werden, nicht haben. Also Papa war ja selber Profifußballer. Er hat uns quasi das vorgelebt und da stand Gesundheit von Anfang an bei uns immer an erster Stelle. Wir als Sportler haben natürlich einen näheren Bezug dazu und wissen auch, auf was wir achten müssen und welchen Effekt wir aber auch daraus genießen können. Und genauso wichtig, wie es für uns ist, ist es auch für jedes Kind auf der ganzen Welt, für jeden Menschen absolut die Grundlage von allem. Und deshalb ist es... Wäre es auch schön, wenn wirklich jeder Mensch auch die Möglichkeit besitzt, genau so eine gesunde Ernährung auch für sich selbst zu finden.